Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank Wemo 51 DW, also ein Auszugskühlschrank. Ja, könnt ihr bestellen. Ich bin davon nicht begeistert. Wir haben hinten Standard BD35 drauf, Kondensator, Steuerung. Hier gibt es auch die Option, dass man den liefern kann mit 230 Volt. Das ist auch kein Thema. Wir haben ja den 51er, das verlinke ich euch. Und hier beim Drawer haben wir so einen Auszug. Das sieht dann von der Seite her so aus. Ich kann hier die 1,5 Liter Flasche eine reinstellen. So viel kann ich aber auch in die Tür reinstellen. Der Rest hier hinten kann ich nicht reinstellen, weil hier oben steht dann das Tiefkühlfach oder das Eisfach an. Das kann ich auch hier oben nicht richtig bedienen. Kauft euch einen normalen Kühlschrank, der ist günstiger und von der Bedienung her viel einfacher. Ihr könnt das bestellen bei mir auf Weihnachten, da werden wieder Wünsche erfüllt, aber heute im Sommer, nein. Einfach schlichter Kühlschrank mit einer Drehtür. Ja, wackelt auch. Ich bin nicht begeistert davon. Aber es gibt Leute, die wollen sowas, weil es gerade hip und hopp ist. Aber nein, ich kann die Flasche hier reinlegen beim Standardkühlschrank. Aber ja, der Auszug, der nützt nichts. Wackelt. Somit wünsche ich euch, das ist jetzt ein negativen Bericht über einen eigenen Kühlschrank, aber was soll's. Ich wünsche euch einen schönen Tag.